Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, und zwar spielen wir heute das Spiel Pony Trail. Genau, ja, das hat schon mal auch Fernlauf gemacht, aber ich kenne das Spiel halt mehr. Auf jeden Fall, wenn man zuerst neu ist, kann man sich einen Pony wählen. Genau, und ja, also hier gibt es Teleponny, Fjordpferd, Konemada, Miniaturpferd, Mustang, Haflinger, Falabella, Araber, British Spotted, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall glaube ich zumindest, dass es englisch ist, weil British ist ja englisch. Karagu, Hokkaido, mongolisches Wildpferd, Zebra und Einhorn. Genau. Ich schaue jetzt als erstes an Haflinger. Wir haben zwar nur 500. Okay. 500. Also 5000. Aber ich schaue trotzdem mal. Lebender Fuchs. Alter. Hellgold. Ich mag keinen Hellgold. Fuchs. Blassgold. Blassgold mag ich auch nicht. Gold. Ich mag die da. Die finde ich voll schön. Miniaturpferd. Mustang. Übrigens Mustang, ich glaube, das habe ich nicht vorgelesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nehme ich von, wer hat es gedacht, ein kleines, süßes Fjordpferd. Das ist auch ein bisschen was. Hier gibt es, also hier ist Braunfalbe, ich habe es gerade eben alles schon gesehen, Graufalbe, Fuchsfalbe, Gelbfalbe und Weißfalbe. Aber ich nehme, glaube ich, Grau oder Weiß oder Gelbfarbe. Ich mag die hellen Fjordpferde irgendwie viel mehr als die dunklen. Auch weil ich schon einen dunklen Fjordi habe, nehme ich jetzt den Graufarben. Gibt es von kaufen? Ja, ich kaufe es. Elliot. So einen Namen würde ich mir geben. Übrigens habe ich eine andere Tastatur. Genau. Wie nenne ich dich? Nam, nam, nam. Ich nenne sie jetzt einfach Bianca. Das nenne ich, so nenne ich alle meine Fjordpferde. Okay. Also. Genau. Ja, jetzt wollte ich das jetzt mal los. Also ich weiß schon, wie das Spiel funktioniert, deshalb bitte nicht wundern. Hier kann ich reiten, laden, Fotos, ausrüsten, auszeichnen und Pflege. Und hier so ein Hufeisen. Hilfe, Glücksbringer Hufeisen. Wenn du das Hufeisen mal schaltest, kannst du Jobtrip, um gratis Menschen zu halten. Cool. Das wusste ich aber noch nicht. Und Werbung. Wer hat was gesagt? Naja, hier sind solche Quests. Ich glaube, jeder weiß, was Quests sind. Das soll halt, ne? Ich lese mir kurz durch. Okay, gut, das habe ich jetzt gemacht. Und ja, jetzt weiß ich, dass es los. Ja, ich weiß. Also, ja, und hier ist dann noch so ein Halt in der Nacht. Und Berg. Ja, schütteln. Touch, nein, schütteln. Touch. Schütteln. Ich schätze es mal an den Schütteln. Also ich hab's schon mal. Kann man das so im Querformat? Nö, kann man nicht. Ja, ich weiß. Oh cool. Jetzt nehmen wir jetzt nicht hin. Hey! Ein bisschen schwer mit so einem Ding. Genau, und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt nach hinten. Gleich der Lockdown, ich meine ja nicht. Haben kann man ja auch. Nur überprüfe ich und meine Freunde, also wir haben das schon mal gehabt, also wir, ich habe es immer noch mal erarbeitet. Und so prüfen halt immer, ob da vielleicht irgendwo ein Tier ist, weil man weiß ja nie. Aber ich glaube, es war auch relativ klar, dass ich mir ein Pferd kaufe. Du fotografierst zwar irgendwas, aber
Wie fotografierst du was? Hey. Du hast ja 2 Sterne Fotos zu kaufen gemacht. Du hast das Pferd und halt, wie ich schon vor dem Ding geht. Okay, so. Ich mag den Musik nicht sehr. Also, ich habe sie schon 10.000 Mal gehört und das wollte ich jetzt noch nicht tun. Da vorne ist schon der Aufgang. Ein Geschenk. Das ist ja cool. Gab es da immer Geschenke? Oh Gott, ich habe das Spiel. Ich habe das letztes Jahr runtergeladen. Nein, dieses Jahr. Ich will das Geschenk. Ich weiß nicht, ob das Geschenk ist. Du hast eine Herzdecke gefunden. Oh cool. Du hast das Geschenk. Steckt der Fotograf. Ja, wow, was ist jetzt mit der Ziel? Okay, ich lasse es. So, und wir sind am Ziel angekommen. Hier steht, also da steht halt über Stack abgeschlossen, gesammelte Münzen, gemachte Fotos, Entfernung, Gegenstandset und verdiente Sterne. So, willkommen zurück. Genau. Ich sitze gerade auf dem Stuhl, deshalb piepst es ein bisschen. So, jetzt kommt die Pflege. Ja, ich weiß, wie es geht. Ja, ich weiß. So, und ja, da jetzt erstmal das Einschaumeln. Das Pferd sieht so schön aus. Halt bis hier unten dieser Pegel ganz mit Schaum ist. Und dann hier halt genauso, bis das ganze Ding im Wasser ist. Ich finde es halt komisch, dass das Pferd dann halt bis zum Hals richtig grau ist. Aber halt am Kopf irgendwie nie. Ein bisschen komisch. Ja, und hier halt das Wasser wegtun, das restliche Wasser. Wir haben Schweife. Plus 10. Und jetzt noch die Hose auskratzen. So, hier jetzt erstmal den ganzen Deck entfernen. Jetzt halt mit dem Fußkratzer die Steine wegtun. Geschafft! Yay! Jetzt bist du noch mal schmutzig. So, jetzt kommt wieder zur Ausrüstung. Zu Decken. So, genau. Ich nehme jetzt diese Decke. Ausrüstung. Set. Hey. Laden. Ach so, ich weiß, ich verstehe es jetzt gleich. So, jetzt zum Laden. Gegenstände. Ich kaufe das ganze Set mit noch. Beziehungsweise. So, doch, ja, doch. Herzsattel und Herzzahnzeug. So, genau. Jetzt ausrüsten. Jetzt dann.
Ja, und fertig. Hier. Genau. Ich habe diesen Quest abgeschlossen. Ja. Das ist ein Video an einem Hoch. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Es ist auch zu empfehlen. Ja. Ich zeige mich da, dass man so einen Laden machen kann. Beziehungsweise Ausrüstungen. Hier kann man sich halt einfach mal anschauen. Alter, schaut mal. Da der Haflinger. Der Unterschied zwischen Haflinger und Fjordpop. Haflinger ist mega groß. Und schaut mal in die Kommentare, welches Pferd ihr euch kaufen würdet. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Und ja, bis zum nächsten Video. Bye!